Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wie sich viele schon gedacht haben, wie einige auch schon gefragt haben und einige auch schon erfahren haben, die gefragt haben, gibt es natürlich ein Let's Play zu Fire Emblem Three Houses, dem endlich neuen Fire Emblem für eine Nintendo-Konsole. Nachdem die Wii U in Sachen klassischem Fire Emblem ausgesetzt hat, haben wir jetzt endlich wieder ein Fire Emblem für die Konsole. Reach for my hand, I'll soar away into the dawn. Oh, I wish I could stay here and cherish hearts in peaceful days. I fear the edge of dawn, knowing time betrays. Colored glass in this beloved place. Silver shines, the world dines, a smile on each face. As joy surrounds, comforted bounds, and I can feel them breaking free. For just this moment lost in time, I am finding me. Yet still I hide behind this mask that I have become. My blackened heart, scorched by flames, a force I can't run from. I look to you like a red rose, seeking the sun, no matter where it goes. I long to stay where the light dwells, to guard against the cold that I know so well. Cool, habe ich auch noch nicht gesehen, das Trailerchen. Okay, ich habe es am Wochenende schon angespielt, was glaube ich auch rückblickend betrachtet oder wenn ich drüber nachdenke, für das Let's Play eine gute Entscheidung war, weil es ist schon, es kann einen schon leicht erschlagen und wenn man sich dann im Let's Play irgendwie in alles reinfuchsen muss, ist das mit Sicherheit vollkommen in Ordnung, aber nicht das Optimum. Wir werden nicht fortsetzen, wir werden ein neues Spiel beginnen. So, die erste von zwei Fragen. Normal oder schwer? Bei Path of Radiance und Radiant Dawn habe ich versehentlich oder unwissentlich den schweren Schwierigkeitsgrad gewählt. Und alle, die das gesehen haben, wissen, ich habe teilweise super, super lang überlegt. Ich bin jemand, der viel zu viel überlegt. Und anstatt einfach mal zu machen, ja, gerade in Rundenstrategie spielen. Und von daher würde ich sagen, wir spielen auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Und wir spielen aber den klassischen Modus. Wir spielen nicht den Anfängermodus, dass gefallene Einheiten nach dem Kampf zurückkehren. Das wäre halt der Super Easy Mode. Normal mit klassisch ist halt der Easy, ein bisschen Easy Mode. Wie auch immer man das nennen möchte. Auf jeden Fall, gefallene Einheiten sind für immer verloren. So, damit wenigstens ein bisschen Nervenkitzel dabei ist. Mit einem Netzwerk, ich hätte auch schwer spielen können und dass Einheiten einfach nur, also dass Einheiten wiederbelebt werden können, aber ich weiß nicht, dass, ich kann verstehen, dass dieser Spielmodus eingebaut wurde, ich finde aber, das klassische Fire Emblem Feeling kommt nur auf, wenn die Einheiten auch wirklich für immer weg sind, wenn sie im Kampf fallen. Das war ja immer so, dass, weswegen ich noch 27 Mal überlegt habe, bevor ich irgendwas gemacht habe. Mit einem Netzwerk verbinden? Nope. Die Ladebildschirme sind teilweise ein bisschen lang. Ich hoffe, von der Lautstärke ist es okay. Ja.
wonder how you got in here. Okay. Wir haben die Eröffnungssequenz gesehen. Wenn der Sound in der Folge noch nicht optimal ist, dann sei mir das verziehen, aber ich kann den Sound erst einstellen, wenn ich direkt im Spiel bin. Ich kann den am Anfang in den... Es gibt keine Optionen am Anfang im Menü, was ich super strange finde. Sollte jetzt alles ein bisschen laut sein, tut es mir schrecklich leid. Ich werde mir die Folge anschauen und werde das nachregulieren zur nächsten Folge. Erste Geschichte. Zweite Geschichte, ihr habt's gehört, ich habe in den Zwischensequenzen keine gesprochenen Stimmen. Der Sound ist einfach weg oder einfach mega, mega leise. Man hat es, wenn ihr nochmal zurückspult, ein ganz, ganz kleines bisschen gehört. Aber schlicht und ergreifend sind die Stimmen bei mir einfach weg. Als wäre die Tonspur super leise abgemischt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das ist sowohl, egal ob ich es am Fernseher angeschlossen habe oder ob ich es jetzt hier über eine Capture Card am PC angeschlossen habe. Spielt alles keine Rolle. Deswegen entschuldige ich mich schon mal, aber ich denke, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir in den kleinen Zwischensequenzen, die hier und da mal kommen, keine Stimmen hören und die Untertitel lesen müssen. Tut mir schrecklich leid. Es sei denn, da ergibt sich im Laufe der Zeit noch eine Lösung. Ich habe jetzt noch nicht akut danach gesucht, aber vielleicht weiß ja von euch einer Näheres. Ich werde auch nochmal Google befragen zu und das sehen wir dann. So, ich mache ab jetzt die Autodialoge an, dann läuft es automatisch lässig durch. Finde ich ganz cool. It is most rude to interrupt a moment of repose. Very rude indeed. Now come to me. I wish to have a look at you. Okay, wir müssen unser Aussehen wählen. Weiblich. Männlich. Wir spielen den männlichen Protagonisten. Ja. I have not seen the likes of you before. Who are you anyway? Und genau, wir spielen noch auch aus einem besonderen Grund. Das sehen wir gleich. Wir sind ein Sterblicher natürlich. I see. Then you must have a name of sorts. Go on. Genau deshalb spielen wir nämlich den Hauptcharakter. Eigentlich heißt er Byleth. Ich glaube, es ist ein Türke und der heißt Bülent. Aber aus diesem Grund nehmen wir den männlichen Charakter, weil wir ihm eben einen Namen geben können. Nicht wahr? Huch. Huch. Und wie sollte es anders sein? Es ist verrückt. Aber wir geben ihm den Namen Amras. Es ist crazy. Ja, ist richtig. I shall not ever grow accustomed to the sound of human names. You must possess a day of birth as well. Beneath which moon and on what day were you born to this world? Okay, hier können wir uns jetzt tatsächlich, also es gibt auch hier ganz normal 12 Monate und 31 Tage. Also die Monate haben nur alle Namen. Ich nehme einfach mal mein richtiges Geburtsdatum. Der 22. im Monat der Sterne. Nämlich. Well, wonders never cease. It seems we share our day of birth. How strange. It all feels so familiar. I think it may be time for yet another nap. Gute Nacht. It is almost time to begin. Die schnarcht wirklich. Ja, das war die erste Begegnung mit dieser grünen Dame. Hey, time to wake up. Were you having that dream again? Gerald! Ich habe von einem jungen Mädchen geträumt. You've described her to me before. I don't think I've ever met anyone like that. In any case, just put that out of your mind for now. The battlefield is no place for idle thoughts. Risking your life is part of the job for mercenaries like us. Letting your mind wander is a sure way to get yourself killed.
Okay, time to get moving. Our next job is in the kingdom. I told you before, it's far from here, so we'll need to leave at dawn. Okay. Oh, good grief. Everyone is already waiting for us outside. Geralt, sir, sorry to barge in, but your presence is needed. What's happened? Please forgive our intrusion. We wouldn't bother you with a situation not dire. What do a bunch of kids like you want at this hour? We're being pursued by a group of bandits. I can only hope that you will be so kind as to lend your support. Bandits? Here? It's true. They attacked us while we were at rest in our camp. We've been separated from our companions and we're outnumbered. They're after our lives, not to mention our gold. I'm impressed you're staying so calm considering the situation. Wait, that uniform. Bandits spotted just outside the village. Damn, there were a lot of them. I guess they followed you all the way here. We can't abandon this village now. Come on, let's move. Hope you're ready. Ich höre schon, ich werde die Musik ein bisschen leiser machen müssen. Es, wie gesagt, es tut mir leid, dass das jetzt alles ein bisschen laut ist. Das ist mein privater Spielstand, den lasse ich natürlich mal. Wir nutzen mal Datei 2 für unser Let's Play oder Datei 2 und die folgenden. Wie lange ich die Folgen halten werde, weiß ich noch nicht genau. Ich denke mal, ich werde 30 Minuten anpeilen, plus minus 10. Kampf der Dämmerung, Prolog, ein unvermeidliches Irgendwas. Spielerphase und ich finde, es kommt... Let's take care of those thieves before they overrun the village. Take down the enemies in front first. That should take the wind out of their sails. Okay. Ich finde, es kommt relativ schnell das Fire Emblem-Feeling auf. Okay, Bewegung brauche ich jetzt nicht. Dürfte ich bitte... Darf ich irgendwie in die Optionen oder so mal rein? Nein. Was war das? X? Nein. Hier und X. Doch. Oh, holy. Ich find's doof, sage ich jetzt schon mal, dass man sich den, Erfahrungsbalken nicht anzeigen lassen kann. So. Ich pack das jetzt mal so hin. Ihr seht, es war alles voreingestellt vom Sound her und ich habe keine Sprache in den Zwischensequenzen. Ich habe keinen Plan, woran das liegt. Ich kann das auch nirgendwo einstellen, separat. Es müsste eigentlich unter Sprachlautstärke fallen. Die steht aber auf volles Kanonenrohr. Ja. Hier stelle ich schon mal auf schnell. Rotation der Minikarte ein. Ein paar Einstellungen weiß ich jetzt halt schon aus meinem privaten Spielstand. So. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Können wir noch einen... Ich wollte keinen Screenshot machen, ich schwöre. Ich wollte noch eins rauszoomen. Stay focused. Ich bin sowas von focused. Predictable. Yeah. Und direkt das erste Mal ausgewichen. Ist ja voll gut. Waffenhaltbarkeit kennt man auch, wenn man Fire Emblem schon mal gespielt hat. Alles keine große Sache. Vielleicht ist meine Stimme auch zu laut. Ich sehe gerade, dass ich ganz schön ausschlage. Ich mache das Mikro mal einen Tacken weiter von der Hackfresse weg. So. So, jetzt haben wir hier noch einmal Edelgard mit der Eisenaxt, einmal Dimitri mit der Eisenlanze und einmal Claude mit dem Eisenbogen. Kampf mit dem Bogen. Ready and willing. Ready und sowas von willing. Und ich laufe erstmal eins zu kurz. Oh, wir können mal quatschen. It's because of you guys that I'm not dead right now. Thanks for that. I didn't expect to run into mercenaries like you in some remote village. The gods of fortune must be smiling on me. Jetzt sollte das definitiv vom Sound her auch besser passen. So, und jetzt gibt's Attacke.
Sorry, but victory is mine. Yo. Kartenmenü, ja, haben wir eben auch schon gesehen. Spielerphase, Gegnerphase. Ich skippe die Tutorials. I will prevail. Größtenteils. Mit den beiden können wir einfach mal mit you have uns quatschen. A strange aura about you. You say you're a mercenary, so show me what you can do. Okay. I'll cut through. Thank you. We are in your debt. It wouldn't do for us to fall in a place like this. Please, lend us your strength. Let's work together to drive out these thieves. Na klar. We'll advance while protecting ourselves from the enemy. Take up position inside the forest. Okay, Geländeauswirkungen. Werden wir gleich sehen, dass wir verschiedene Geländeformen haben. Hier haben wir zum Beispiel Wald, der gibt plus 30 Ausweichgeschwindigkeit und oder Ausweichchance und plus 1 Schutz. Das heißt, wir kriegen einfach einen Schaden weniger von physischen Angriffen. Oder ist das generell? Ich weiß gerade gar nicht, ob es generell Schutz ist, aber ich glaube, es ist nur vor physischen Angriffen. Und dann gibt es noch so ein paar andere. Fels ist halt, Grasland ist neutrales Gelände. Fels ist nur für Flieger passierbar, aber da können Flieger auch nicht drauf landen. Also es ist einiges, oder das meiste ist, was den Kampf angeht, gleich geblieben zu den alten Fire Emblem-Teilen. Beziehungsweise ich habe nichts gesehen, was fehlt. Also ist alles wie in den alten Teilen im Endeffekt. Und deswegen kam bei mir auch direkt super, super schnell das Fire Emblem-Feeling auf. Wir können uns auch hier wieder die Reichweiten anzeigen lassen und den ganzen Schmuh und Spaß. Das Blöde ist, in den alten Fire Emblem Teilen konnte man, wenn man jetzt hier B gedrückt hat, konnte man alle angezeigten Reichweiten löschen. Kann man jetzt nicht mehr. Man kann sich zwar auf einer Taste den kompletten Gefahrenbereich von allen anzeigen lassen, aber um die drei jetzt zu löschen, muss ich auf alle drei einzeln gehen und muss das einzeln löschen. Was vielleicht ein bisschen stört. Vielleicht. Never underestimate an outsider. Edelgar, die Sitzen ist 16 Schaden. Habt ihr beide 18 Leben? Ja, wahrscheinlich schon. Wie viel machst du? 13. Du kriegst 5. Dann mach das mal. Dann machen wir hier nämlich mit Edelgard den da aus. Witness my power. Ich finde auch die Kampf-Overlays, den Vergleichsbildschirm, finde ich super. Also echt richtig gut hier dieses. Oben sehen wir unsere Fähigkeiten, wir können es zwar nicht anklicken, aber es sieht doch schon echt nice aus. Wir können uns angucken, wir haben die typischen Werte, wir haben Stärke, wir haben Magie. BEH ist Behendigkeit, der frühere Fähigkeitenwert. Dann haben wir Geschwindigkeit, dann haben wir Glück, dann haben wir Verteidigung und dann haben wir Resilienz, beziehungsweise Resistenz und den Charme. Charme ist neu, der Rest ist bekannt. Dann haben wir oben unsere Angriffskraft, unsere Trefferwahrscheinlichkeit, unsere Crit-Wahrscheinlichkeit. Können wir ja mal alles anwählen. Hier Angriff, Treffer, Crit. Unsere Angriffsgeschwindigkeit, die ist entscheidend dafür, ob wir zweimal angreifen oder ob der Gegner zweimal angreift oder ob jeder nur einmal angreift. Steht ja da. Ermöglicht zweiten Angriff in einem Zug, wenn um mindestens 4 höher als gegnerischer Angriff.
Berechnen tut sich die ganze Sache aus unserer Geschwindigkeit abzüglich des effektiven Waffengewichts. Das effektive Waffengewicht wiederum berechnet sich aus dem normalen Waffengewicht von 5 minus der Stärke geteilt durch 5. Also normalerweise hätten wir 8 minus 5, hätten wir 3 Angriffsgeschwindigkeit, wir haben aber 5, weil das effektive Waffengewicht 5 minus Stärke durch 5, in dem Fall 2, irgendwas, also abgerundet auf 2, ist das effektive Waffengewicht 3, 8 minus 3 ist 5, 5 ist unsere Angriffsgeschwindigkeit. Erste Folge und direkt erstmal, ne, verstehste? Dann haben wir unseren Schutz, senkt durch physische Angriffe erhaltenen Schaden, wir haben unsere hier Resilienz, senkt durch magische Angriffe erhaltenen Schaden. Ich weiß nicht, ob da auch noch was reinspielt, außer die Verteidigung und die Resistenz, aber wir haben 6 Verteidigung. Es gibt später noch Items, die da steigern, aber so haben wir erstmal 6 Verteidigung gleich 6 Schutz und 6 Resistenz gleich 6 Resilienz. Warum das anders heißt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und wir haben unsere Angriffsreichweite. Hier bei den Waffen haben wir Kraft, also die Power der Waffe, die Trefferwahrscheinlichkeit der Waffe, die Crit-Wahrscheinlichkeit der Waffe, die Reichweite der Waffe, das Gewicht der Waffe und den Waffenrang, den wir für die Waffe brauchen. Es gibt Heilmittel, die heilen wieder 10, haben allerdings nur 3. Im ersten Teil hatten sie, glaube ich, 10 Verwendungen. Und wir haben hier die üblichen Waffenlevel. Schwert kennt man, Lanze kennt man, Axt kennt man, Bogen kennt man, Faust ist neu. Vernunft und Glaube ersetzen so ein bisschen die alten Magiearten. Schwarze und Dunkelmagie, also tatsächlich Dunkelmagie, und bis jetzt habe ich nur Feuermagie kennengelernt, aber ich denke, da zählt dann auch Wind und Donner dazu. Und Glaube ist tatsächlich weiße Magie, entsprechend für unsere Heiler und für die Bischöfe und oder wie man diese ganzen Kirchenbagage nennt. Autorität ist neu, Fähigkeit für das Kommandieren von Bataillonen kommen wir später alles noch zu und das Verwenden von Strategemen und unsere Klassenfähigkeit. Wird später aber auch noch erklärt. Ich wollte aber das Menü einfach mal zeigen und euch in der ersten Folge schon so richtig schön eine Kante ans Rohr labern. Na, gehst du auf uns? Du gehst auf Dimitri. I must stay focused. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Mucke immer noch ein bisschen laut ist. Kann das sein? Items verwenden. Wird sich alles ergeben. Gerald kommt dann auch endlich mal ran. So. Ich werde mir die Folge, wie gesagt, angucken und dann werden wir das sehen. Kommen wir mit irgendwem schon dahin? Nee, kommen wir nicht. Ich hätte ja mal heilen können, aber wieso? Das wäre ja langweilig. Damn! Why are there mercenaries in the village? Guess we'll have to deal with them too. Kostet fast gar nichts. Attack when an ally is nearby, and the enemy will be intimidated, making them easier to hit. Kettenangriffe. Wenn du einen Gegner angreifst, das ist neu, der sich zugleich in Reichweite einer oder mehrerer deiner anderen Einheiten befindet, wird ein Kettenangriff ausgelöst. Also der Kettenangriff an sich ist neu, dass man in der Nähe von Verbündeten stehen sollte, hat schon immer Sinn gemacht. Bei einem Kettenangriff sind deine Werte für Ausweichen und Treffer höher als gewöhnlich. Kettenangriffe zwischen bestimmten Einheiten erhöhen außerdem die Kraft. Der geschickte Einsatz von Kettenangriffen ist der Schlüssel zum Sieg über mächtige Gegner. Das gilt vermutlich eher aus dem höheren Schwierigkeitsgrad. Kettenangriffe sorgen außerdem für einen steigenden Unterstützungswert zwischen den beteiligten Einheiten. Wunderschön, zurückgelassene Items. Ein Item-Symbol rechts neben einer gegnerischen Einheit zeigt an, dass du ein Item erhältst, wenn du diesen Gegner besiegst. Ist auch neu, finde ich auch super, dass man sieht, oh, der gibt uns irgendwas. Das Item, das du erhältst, wird in der Detailansicht der Einheit grün hervorgehoben. So sieht's nämlich aus.
Freunde. Ja, ich weiß. Yes. Kein Kettenangriff. If we're in the forest, we can sustain their attacks without losing the advantage. Siehst du, ich weiß da Bescheid, so Geländerarten, alles klar. Und auch noch Heilfelder und ein Dickicht, was noch ein bisschen stärker ist, in Anführungszeichen, als der Wald. Und all solche hübschen Geschichten. Ich kann das nur mit uns beenden, ne? Nee. Ich muss direkt zum Boss. Ich frag mich, ob wir das nicht erstmal Safeway machen. Weißt du, Gerald, du bist wahrscheinlich der Ober-Imba-Typ und klaust uns hier das Feld im Busch. Aber Edelgard regelt auch so. Hey, you with the blank stare! Out of my way! Komm mal langsam, siehst du? Da wird doch schon nichts hier. Die Klassenmeisterschaft, wenn ihr mal drauf achtet, bei Edelgard jetzt gleich. Relativ weit unten. Your defeat was inevitable. Fähigkeiten, also Klassenmeisterschaft und Waffenfähigkeit steigen mit jeder Aktion um 1. Jetzt wird wieder beides um 1 steigen, weil wir angegriffen werden. Egal, ob wir selber angreifen oder angegriffen werden. Klassenmeisterschaft und Fähigkeit um jeweils 1. I must get stronger. Ist das so? Hat die gerade Magie gelevelt? Geht schon richtig gut los. This is a fine opportunity. Use the combat arts I taught you. Kampftechniken. Oh, stimmt, die können wir ja mal zeigen. Wer hat denn schon? Edelgard, hast du schon... Hast du schon Kampftechnik? Jawohl, hat sie schon. Den Spalter. Ein Axtangriff mit hoher Crit-Chance. Kraft plus 3, Treffer plus 20, Crit plus 20. Treffer plus 20 ist natürlich für einen Axtkämpfer richtig gut, weil die Äxte meist eine halbe Tonne wiegen. Wir haben jetzt 97% Trefferwahrscheinlichkeit und machen 19 Schaden und critten mit einer Wahrscheinlichkeit von 21%. Kann man ja mal machen, oder? Okay, zeigen wir das mal. Ich wollte nur ganz kurz was nachschauen. Wir haben dann auch eine bisschen andere Animation. Kosten aber, ihr habt ja gesehen, die Kosten, die da stehen, ist die Haltbarkeit. Also es kostet quasi 5 Haltbarkeit der ausgerüsteten Waffe. Deswegen muss man da immer zumindest ein bisschen mal gucken. Ich hoffe, du tötest den Boss nicht. Tust du nicht. I'm gonna kill you where you stand. Level up für Progress suits me well. Und ich denke, haben wir uns unseren schon abgeholt oder holen wir uns unseren Stufen? Wir holen uns unseren Stufenaufstieg jetzt ab, indem wir den Boss killen. Na ja. Und wir haben eine Eisenaxt erhalten. Und die Mission geschafft. Und wieder keinen Ton, wie wir gleich hören werden. Spiel vorbei. Wir sind leider tot.
Da haben wir Sotis Sophis kennengelernt. Hm. So, an dieser Stelle werden wir die erste Folge beenden. Ich habe die Autodialoge eben mal ausgemacht, damit das nicht automatisch weiter switcht. Das soll für die erste Folge gewesen sein. Ich gucke mir die jetzt mal an, wie das soundtechnisch passt, aber auf dem Ohr klingt es so, wie es jetzt war, als ich die Musik nochmal leiser gestellt habe, klingt das vollkommen in Ordnung. Ich gucke nochmal rein und wir sehen uns hier an dieser Stelle in der nächsten Folge wieder. Ich sage bis hier danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Moment, ich habe noch gar nicht gesagt, ich versuche 4 Folgen die Woche zu bringen. Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag. 16 Uhr. Und so. Ich hoffe, ich kann das aufrechterhalten. Wenn ich irgendwann mal Aufnahmewut habe, kommen vielleicht auch mal mehr Folgen, aber 4 Folgen die Woche sind geplant. Länge, wie gesagt, eine halbe Stunde plus minus 10. Schauen wir mal, je nachdem, wie sich's ergibt. So, und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.